Ich finde, das geht immer relativ fix. Also Energie und so verschwindet. Weil die Gegner teilen relativ gut aus. Oh. Nolan Strauss. So hieß er übrigens. Der Lehrer aus dem letzten Teil. Oh mein Gott, so eine hässliche Tapete habe ich Diese noch nie Farbe gesehen. erinnert mich gerade an kleine Wahnvorstellungen. Für ein Schloss. Hey, ein Schlüssel wofür? Für irgendeine Alien-Apparatur. Eine Maschine. Sie glaubte wohl, dass sie die Marker steuert. Mein Gott. Sie wollte sie abschalten. Das schrieb sie immer wieder. Wie ein Mantra. Oder Anweisungen. Genau danach haben wir doch gesucht. Das ist nicht irgendein Planet, Isaac. Sie haben die Quelle gefunden. Die Heimat der Marker. Der Teufel soll mich holen. Okay, wir sammeln uns im Kontrollraum. Von dort aus planen wir unseren nächsten Schritt. Clark, kommen Sie zu sich. Los jetzt, Clark. Na toll. Ich bin immer am Überlegen. Das ist eine Frau, oder? Wer? Der Admiral. Ich find's komisch, dass sie immer der Admiral sagen und dann sie. Wieso nicht einfach Admiralin? Das hätten wir. Weil das Wort scheiße ist. Ach so. Bup, 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 bup. Oh, ein ist das in der Form überhaupt? Textlog für dich. Wir suchen Marker. Ui. Wo ist ein Textlog? Ich habe ihn eben aufgehoben, also solltest du es jetzt bei dir stehen haben. Der Tricer lügt doch schon wieder wie gedruckt. Datenbank. Welches denn? Abschalten? Ich weiß nicht. Ich denke mal, das wird dann das. Was das sein? Abschalten, sagt er. Abschalten in meinem Kopf. Er spricht zu mir, sagt mir Dinge, die nur ich hören kann. Nur ich. Abschalten, abschalten, abschalten. Und es wird weggehen, es wird alles aufhören. Ja. Schön, dass wir ungefähr gleich lange Texte zum Lesen haben. Ab und zu muss man einfach nur ein paar Dinge abschalten. Dann das hab ist ich alles aber auch gemerkt. Einfach mal abschalten hilft. Ja, boah. Wir haben ein schrottreites Transport. Wem sagst du das? Wenn wir es wieder flott kriegen, jetzt ist bald Ostern, wenn das hier hochgeladen wird. Habe ich vielleicht schon Urlaub? Wer weiß, ich freue mich. Verdammt, Robert, wenn wir die Marker nicht stoppen, gibt es nichts mehr, wohin wir zurück könnten. So oder so scheint das Shuttle unsere einzige Chance zu sein. Nichts mehr, wohin wir könnten? Die haben Raumschiffe. Es gibt zig Millionen Planeten da draußen. Da wird doch wohl irgendeiner dabei sein, der von den Markern verschont blieb, oder? Die sollen sich mal nicht so anstellen. Wobei, das ist Dead Space. Also wenn man irgendwas gelernt hat in den ersten beiden Teilen, dass egal was man versucht, es geht eh immer schief. Das stimmt. Aus Prinzip. Ach, dein Name so ist endlich zu lesen. Ist ja toll. Also hier müssen wir rein. Prinzipiell könnte denen das so scheißegal sein. Ich kann mir nicht vorstellen. Also es muss doch zig Planeten mittlerweile geben mit Menschen oder ähnlichem, oder? Ja. Die haben ja so viele Stationen auch überall aufgebaut. Ich meine, es müssen nicht nur Planeten sein. Ich meine, hier können ja auch zigtausend Leute einfach mal problemlos leben. Theoretisch würden sie nicht Marker bauen. Würden sie nicht Marker bauen? Die sollten endlich mal aufhören mit dem Scheiß, ey. Wenn ich irgendwann mal in der Zeitung lese, Marker soll gebaut werden, ich weiß schon, ich bin der Erste, der hier weg ist. Ja.
Da ist ein blaues Licht. Ist hier auch richtig? Ja. Oh, guck mal, da ist jemand. Au. Oh. Kenn ich dich? Hallo? Oh, hör mal, kommt nicht. Lebt er noch? Ah, da. Bup, budup, bup. Altmetall, Altmetall. Ich will kein Altmetall, ich will was, womit ich... ja, was machen kann. Ja, was denn machen? Mich heilen. Ach so. Halbleiter, schön. Ach, ich nehme jetzt meine neue Superwaffe. Kiste. Tu mal mit deinen komischen Kisten. Hast du mal probiert, die Leiche aufzuheben? Man kann nichts aufheben, doch. Was? Ich konnte irgendwas aufheben jetzt gerade, aber... Ich glaube, es war nur der Kopf oder so, den ich nehmen konnte. Ach, ist doch egal. Es wäre so schön gewesen, wenn man hier ein bisschen rumspielen hätte können, aber nö. Wobei, ich frage mich, ob das vielleicht im Singleplayer irgendwie anders ist. Du meinst, das konnten sie in den Multiplayer nicht einbauen? Weil das vielleicht zu kompliziert wäre irgendwie, ich weiß es nicht. Zu unberechenbar, aber es macht keinen Sinn. Ich meine, die Physik an sich, die funktioniert doch, oder? Mhm. Das wird hier im Multiplayer jetzt einem nichts vorgegaukelt, was nicht ist. Ich fände es immer so schön, hätten sie diesen Weg einfach beibehalten, mit dem Experimentieren. Ich meine, ich habe mich so schon so sehr gefreut. Egal, gleich. Sucht nach einem Weg raus aus diesem Wrack. Santos, sagen Sie ihm, was wir gefunden haben. Natürlich. Wir haben ein kleines Wartungsschuttel gefunden. Ein Skip. Es ist nicht sehr schnell und kommt auch nicht sehr weit. Aber es wird Sie zu den äußeren Schiffen bringen. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Und jetzt holen wir uns das Shuttle, damit wir endlich heimkommen. Robert, wir werden nicht heimkehren. Hey, hey, wir holen das Shuttle, dann entscheiden wir, was wir tun. Ich sehe mir dieses Skip an. Skip da, baba da, baba, 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 baba. Achso, was ich sagen wollte, ich habe mich so gefreut, Leichen hin und her zu schießen. So tennismäßig. Jo. Das wäre echt schön gewesen. Das hätte eine neue Disziplin werden können. Herring vs. Try. Herring vs. Try. Ja, genau. Was aktivieren? Ja, schön, dass du da jetzt ran darfst. Der EUR-Anzug wurde freigeschaltet. Der Zeugenanzug wurde freigeschaltet. Erstkontaktanzug wurde freigeschaltet. Was sieht man da jetzt? Die sind voll unfair. Sehen die einfach nur anders aus? Ich sehe jetzt keine Werte irgendwie. Die sollen dann wenigstens irgendwie zwei Terminals hier einbauen. Was hast du irgendwas eher? Ne. Hat der sieht irgendwie lustig aus. Aber wird eigentlich Sinn machen, weil unsere Rig ist ja eigentlich schon voll mit den Feldern, wo man Sachen verstauen kann. Nö, ein Eins ist unten doch noch. Ein einzelnes oder eine ganze... Nö, eine Reihe. Achso, immerhin. Also ich sehe jetzt so aus. Wenn du das in der Sequenz siehst. Ja, sieht hübsch aus. Ja, habe ich mir auch gedacht. Jetzt geht zwei Schritte weg, damit ich auch kann. Ah, ja, Rig Upgrade. Ach egal, mache ich gleich. Zieht durch einmal rum, ja. Hm, interessant. Ja, nee, aber ich glaube, da kommt doch nichts mehr hin. Das wird, glaube ich, nicht hinpassen von der Größe her. Such dir was aus. Also ich habe den Zeugenanzug genommen. Falls du den jetzt auch hast. Ja, ich bin jetzt... Ja, ich habe ihn. Hast du auch 4 zur Auswahl? Nein, ich habe 3. Zeugenanzug, Erstkontaktanzug, Eva-Anzug. Könnte dann sein, dass ich entweder einen hatte, weil ich halt Carver bin, oder weil ich den zweiten Teil auf der PS3 gespielt habe. Kann sein. Rig Upgrade. Upgrade deine Gesundheit. Ja, Upgrade. Hier, Upgrade. Upgrade. Mit was kannst du machen? Hä? Also mit was kannst du upgraden? Mal, natürlich auch mit Ressourcen, die man findet. Mhm. Mit Halbleiter und so ein Scheiß. Ja, jetzt habe ich die Panzerung einmal. Upgrade den Schaden. Schaden irgendwie so, keine Ahnung, irgendwelche Upgrades reingehauen, bla bla bla. So. Dann gucke ich auch nochmal schnell. La 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 la. Upgrade, also. Was haben wir da?
Kriegszeit Panzerung, Stasi-Energie, Dauer, Aufladezeiten, Schaden, Reichweite, Kinesemodul. Ich stelle mir das gerade unheimlich spannend vor, wenn man irgendwie online das mit irgendeinem Fremden spielt. Und da steht und guckt. Und der steht dann erstmal eine halbe Stunde vor diesem Scheißladen und kann sich nicht entscheiden. Und du kriegst hier die Krise, weil du nicht weiter kannst. Ich finde es aber irgendwie seltsam, dass man hier nicht zwei Terminals einbaut, wie einfach bei dem anderen auch. Bei der Bank. Siehst du gerade auch die Sequenz? Nein, sollte eine Sequenz sein? Da redet gerade einer mit uns. Oh, ich bin noch am Bauen. Red nicht so viel. So, jetzt. Wer redet denn da? Oder was wurde gesagt? Hörst du gar nichts? Nein. Also es läuft noch. Ich denke mir gerade so, dass es echt cool wäre, wenn das jetzt mein Video gewesen wäre, weil dann würden die Leute mindestens was mitbekommen. Dann fass doch mal zusammen, oder sind jemand am Reden? Ging nur um Marker, bla bla bla. Marker, bla bla bla. Ja. Mein Lieblingslied. Ich auch. Also, ich denke auch. Du bist auch mein Lieblingslied. Ja. So, aufdrehen. Die Menschen sind unglaublich faul geworden, sie strecken ihre Hand aus und drehen dann Sachen. Haben Bonnie nicht einfach eine stinknormale Tür? Weiß ich nicht. Deswegen. Nutzen Sie Sauerstofftanks und Chinese. Sauerstoff. Was? Ach, an! Okay, ich verstehe. Hast du einen Sauerstofftank? Wo müssen wir denn hin? Weiß ich nicht, aber das Ding fliegt sehr komisch bei mir. Lokalisiere unseren Weg. Aha, da hinten. Nüt. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Wenn ich was? Wo kann ich mir das ansehen? Oh Gott, ich kann schon wieder nichts sehen. Ich frage mich gerade, was ich hier machen soll. Ziel. Ach so, kann man hier. Was machst du? Also ich bin jetzt hier reingeklettert. Wo bist du reingeklettert? Da, wo wir landen sollten halt. Von wo denn? An der Tür. Welche Tür? Ja, die Tür. Ich sitze jetzt schon hinten auf dem Beifahrersitz. Welche Tür? Na, die Tür. Ich kann nichts mehr machen. Ich sitze hier fest. Ich weiß ja nicht mehr, wo oben und unten ist bei dem Ding. Ach, die Tür. Geöffnet. Hilfe! Hi Isaac, du darfst fliegen. Oh cool. Ja, ich sehe schon wieder mein Leben an mir vorbeiziehen. Ich bin voll der gute Pilot, ja. Wie oft bist du das Ding schon geflogen? Oh, ich darf mir jetzt ein Ziel aussuchen. Oh. Er hat irgendwas von CMS Greeley gesagt, ne? Auch, ja. Dann. Also wir können. Das wäre sowieso. Wir haben jetzt. Ja. Auf der CMS Roanoke sind wir gerade? Dann hätten wir noch die CMS Brusilov, da steht aber nix. CMS Greeley, da steht halt die Greeley erkunden. CMS Terranova, die Terranova erreichen. Na gut, gehen wir nach Greeley.